Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute gibt es ein kleines Reading-Wrap-Up-Video für euch. Und zwar zeige ich euch alle Bücher, die ich im Juli und im August gelesen habe. Es waren insgesamt, glaube ich, 9 Bücher, wenn ich mich nicht verzählt habe. Und ich bin damit ziemlich zufrieden. Ich habe auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich eigentlich einen echt guten Lesemonat bzw. 2 gute Lesemonate hatte. Aber als ich mir die Bücher jetzt nochmal genauer angeschaut habe, ist mir irgendwie aufgefallen, dass ich viele mittelmäßige Bewertung vergeben habe. Also ich bin mit diesem Sterne-Bewertungssystem nicht ganz zufrieden, weil ich finde, damit kann man vielen Büchern einfach nicht gerecht werden. Aber ich versuche es trotzdem irgendwie für mich und für euch, zum Beispiel auf Goodreads, immer so ein bisschen nach dem System einzuordnen. Und ja, irgendwie habe ich sehr, sehr viele 3-Sterne-Bewertungen vergeben. Aber dafür habe ich im August auch ein neues, absolutes Lieblingsbuch gefunden, über das ich, glaube ich, Stunden und Tage schwärmen könnte. Also macht euch darauf gefasst und ich würde sagen, fangen wir einfach direkt mit den Büchern an. Das erste Buch, das ich im Juli beendet habe, habe ich leider nicht so da. Ich habe es nämlich als Hörbuch gehört und das ist Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Als ich von dem Buch zum ersten Mal gehört habe, war ich Feuer und Flamme und wollte es sofort lesen, weil ich finde, dass das Buch so unfassbar vielversprechend klingt und dieses Plot und diese Grundidee so, so viel hergibt. Es wurde ja auch extrem viel schon auf Instagram und YouTube und TikTok und überall gehypt. Und Matt Haig ist auch ein Autor, den ich sehr, sehr gerne mag. Ich habe zum Beispiel Reasons to Stay Alive von ihm gelesen und fand das super gut. In dem Buch Die Mitternachtsbibliothek geht es um Nora, die beschließt zu sterben. Als sie versucht, sich das Leben zu nehmen, stirbt sie allerdings nicht direkt, sondern kommt in eine seltsame Zwischenwelt zwischen Leben und Tod, und zwar in eine Bibliothek. Die Bücher, die es dort gibt, sind alles Versionen ihres Lebens, die sie hätte leben können, je nachdem, wie sie ihre Entscheidungen getroffen hätte. Und in der Mitternachtsbibliothek hat sie jetzt eben die Chance, diese verschiedenen Leben einfach nochmal auszuprobieren und zu schauen, was wäre passiert, wenn ich an diesem Punkt oder jenem Punkt in meinem Leben eine andere Entscheidung getroffen hätte? Was ist, wenn ich alles rückgängig machen könnte, was ich bereue? Und ich finde, das sind extrem, extrem interessante Fragen. Ich bin ja auch so eine Person, die wirklich sich den Kopf tagelang darüber zerbrechen kann, was gewesen wäre, wenn ich dies und jenes anders gemacht hätte. Und ja, ich tendiere auch auf jeden Fall dazu, in der Vergangenheit manchmal so ein bisschen festzuhängen oder mich extrem schwer mit Entscheidungen zu tun, weil ich immer das Gefühl habe, oh Gott, das sind irgendwie so fundamentale Lebensentscheidungen und kann irgendwie so viel verändern. Deswegen, ja, hat mich das sofort angesprochen und ich habe mich extrem gefreut, das Buch zu lesen bzw. zu hören. Und im Verlaufe des Buches begleitet man Nora eben auf ihrer Reise in ihre verschiedenen Lebensversionen und sieht, was sie dabei alles lernt. Ich fand es super entspannt, das Buch zu hören. Es war total kurzweilig, unterhaltsam und das Konzept an sich regt einen auf jeden Fall zum Nachdenken an. Aber trotzdem muss ich sagen, dass mich das Buch leider irgendwie enttäuscht hat. Ich habe mir irgendwie so viel von dem Buch erwartet und dann gab es einfach so ein paar Sachen, die mich irgendwie gestört haben. Zum einen konnte ich mich irgendwie nicht so richtig mit Nora als Protagonistin anfreunden. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, über ihre Depression hinaus hatte sie nicht so wirklich Charakterzüge. Vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, aber irgendwie blieb der Charakter insgesamt total flach für mich und deswegen hat mich ihre Geschichte auch nicht so sehr interessiert, obwohl das, glaube ich, bei gerade so einem Buch extrem wichtig ist. Ich fand die verschiedenen Geschichten und Leben, die sie ausprobiert hat, anfangs super interessant, aber irgendwann hat mich das auch so ein bisschen gelangweilt, weil sich das immer wieder wiederholt hat, meiner Meinung nach. Und was ich auch nicht so schön fand, ist, dass die Messages und Metaphern wirklich so richtig in your face waren. Also man konnte sie gar nicht übersehen und es war teilweise wirklich total überzeichnet und übertrieben. Also für mich irgendwie ein bisschen zu viel und ein bisschen zu pädagogisch. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass Matt Haig ja wirklich aus diesem Bereich kommt, also auch viel über psychische Gesundheit zum Beispiel schreibt, mit Reasons to Stay Alive zum Beispiel. Und ich finde es super wichtig, dass so Themen wie Depressionen und Suizidgedanken etc. auch wirklich in Fiction verarbeitet wird. Aber irgendwie hat das für mich nicht so perfekt funktioniert in diesem Buch. Ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, was wäre, wenn ein anderer Autor oder eine andere Autorin das geschrieben hätte. Man hätte irgendwie noch so viel mehr aus diesem ganzen Potenzial rausschöpfen können. Und ja, das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil einfach die Prämisse so einzigartig war und die Umsetzung dann irgendwie so
durchschnittlich, meiner Meinung nach. Alles in allem hat mich das Buch einfach nicht so sehr umgehauen, aber ich kenne auch ganz, ganz viele, die darin sehr viel für sich gefunden hatten. Und ich finde es auf jeden Fall gut und wichtig, dass es solche Bücher gibt und dass sie auch so populär sind. Probiert es gerne für euch aus, wenn ihr Lust habt. Das nächste Buch, das ich fertig gelesen habe, ist Der große Sommer von Ewald Ahrens. Wenn ihr meine letzte Book Haul gesehen habt, dann habt ihr schon von diesem Buch gehört und worum es geht, aber ich möchte es trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen anreißen. Es geht um den jugendlichen Friedrich, der im Sommer in die Nachprüfung muss, um in die nächste Klasse versetzt werden zu können. Und deswegen steht ihm ein ziemlich ätzender Sommer voller Lernen bevor. Und zu allem Übel kann er das nicht zu Hause tun, sondern wird zu seinem sehr strengen Großvater geschickt, um dort wirklich konzentriert und fokussiert zu lernen. Trotz des Lernens und des ganzen Drucks wird der Sommer zu einem ganz besonderen, denn er verbringt ihn auch viel mit seinen Freunden, seinem besten Freund Johann, seiner Schwester Alma und natürlich seiner ersten großen Liebe Beate, das Mädchen im flaschengrünen Badeanzug. So beschreibt er sie immer wieder. Und anfangs fand ich das auch sehr schön, aber kennt ihr das, wenn AutorInnen sich ein äußerliches Merkmal suchen und anhand dessen immer und immer wieder diese eine Figur beschreiben, sowas wie ozeanblaue Augen oder flaschengrüner Badeanzug oder sowas? Ich finde es schön, wenn man sowas macht, aber irgendwie tragen voll viele dann immer super dick auf und dann nervt mich das so ein bisschen. Und ja, in diesem Buch war es hart an der Grenze, es ging gerade noch so. Ich habe mir von dem Buch eine entspannte Sommerlektüre erwartet, auch wenn es dieses Jahr irgendwie keinen Sommer gab. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber irgendwie ist er schon vorbei, obwohl er gar nicht angefangen hat. Und es macht mich sehr, sehr traurig, weil ich den Sommer sehr, sehr liebe und ich absolut nicht bereit für Herbst bin. Das einzig Gute am Herbst ist, dass man noch mehr Zeit zum Lesen hat, wenn das Wetter schlecht ist. Aber ja, wie gesagt, dieses Jahr macht es einfach keinen Unterschied, weil das Wetter die ganze Zeit schlecht war. Auch dieses Buch wurde auf Social Media total gehypt, aber wie das immer so ist mit gehypten Büchern, irgendwie enttäuschen sie einen dann total oft. Zumindest ist es bei mir so. Nicht, weil es schlechte Bücher sind, sondern weil man sich einfach vielleicht zu viel davon erwartet. Und so war es leider auch bei diesem Buch. Ich glaube, mein Hauptproblem damit war, ist, dass ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass irgendwas passiert, aber es kam nichts. Also die Handlung ist irgendwie so sehr, sehr langsam vor sich hingeplätschert. Der Protagonist war mir irgendwie so ein bisschen zu passiv und ich habe mich wirklich die meiste Zeit über beim Lesen gelangweilt. Im letzten Drittel des Buches kommt ein Moment, in dem die Handlung auf einmal total anzieht und total spannend wird. Und da dachte ich dann auch, hey, okay, krass, hier ist der große Plot-Twist. Mal ganz davon abgesehen, ob ich den gut fand oder nicht, aber ich dachte einfach, wow, endlich passiert mal was. Aber dann ist das irgendwie total schnell wieder abgeflacht und war auch irgendwie total komisch. Ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, deswegen sage ich dazu mehr nicht, aber alles in allem war es irgendwie ziemlich mühsam für mich, obwohl es super leicht geschrieben ist und auch nicht so sonderlich lang ist. Die Liebesgeschichte zwischen Friedrich und Beate war ganz süß, aber hat mich irgendwie auch nicht umgehauen und sprachlich hat mich das Buch auch nicht ganz überzeugt. Also viele haben davon geschwärmt, dass Ewald Ahrens unglaublich schön schreibt und es stimmt auch, er schreibt wirklich sehr leicht und angenehm und man kann es gut lesen, aber seine sprachlichen Bilder haben mich jetzt nicht so umgehauen, wie das vielleicht in anderen Büchern schon passiert ist. Was ganz schön und spannend war, war die Dynamik in der Freundesgruppe. Und ja, insgesamt war es auch wirklich kein schlechtes Buch. Es war eine süße, entspannte, leichte Geschichte, aber ich glaube nicht, dass ich mich in ein paar Monaten noch sonderlich gut daran erinnern werde und würde es auch nicht nochmal lesen. Also ja, es hat mich ein bisschen enttäuscht und ich konnte einfach nicht so viel daraus ziehen. Und jetzt, Leute, kommt mein neues Lieblingsbuch. Und zwar ist das ein Buch, das mich einfach mal wieder daran erinnert hat, wieso ich Worte und Bücher und Geschichten so sehr liebe. Ich bin wirklich hin und weg. Ich liebe dieses Buch von ganzem Herzen. Und das ist Auf Erden sind wir kurz grandios von Ocean Vuong. Allein dieser Titel, Entschuldigung, Auf Erden sind wir kurz grandios, allein das ist ein Gedicht. Und so ist dieses ganze Buch. Also ich habe mir gefühlt, glaube ich, fast jeden Satz angestrichen. Und ich glaube, man könnte wirklich jeden einzelnen Satz herausnehmen und es wäre wie ein kurzes Gedicht, das für sich steht. Ich habe einfach selten was gelesen, was mich so umgehauen hat, was mich so krass an den Seiten hat kleben lassen. Und in dem Moment, wo ich es fertig gelesen hatte, wollte ich es einfach sofort wieder von vorne lesen. Okay, bevor ich mich noch weiter darin verliere, wie krass ich dieses Buch finde, erzähle ich euch vielleicht erstmal, worum es geht. Also stilistisch ist das Buch super interessant, denn es ist eine Mischform aus Prosa, Lyrik und Essay. Das kommt vielleicht auch daher, weil der Autor eigentlich Lyriker ist. Also das ist sein erster Roman
Und ich habe in einem Interview gehört, dass er, ich glaube, 8 Jahre daran geschrieben hat. Also auf jeden Fall viele, viele Jahre. Und was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, dass er super jung ist. Er ist 88 geboren. Und ja, damit irgendwie ein extrem krasses Vorbild für mich, weil ich es so unglaublich finde, dass man in so einem jungen Alter schon dazu fähig ist, so etwas anderes und Besonderes zu machen und ja, irgendwie mit allen Regeln zu brechen und damit genau das Richtige zu tun. Und das ist einfach super einzigartig. Das Buch ist der Brief eines Sohnes an seine Mutter und da steckt schon die erste Genialität drin, denn die Mutter kann die englische Sprache nicht lesen. Vielleicht macht es auch das dem Protagonisten erst möglich, so roh und ehrlich mit seinen Emotionen und seinen Gedanken umzugehen. Die Mutter ist die Tochter eines amerikanischen Soldaten und eines vietnamesischen Mädchens, die sich im Vietnamkrieg trafen und dann irgendwann in die USA kamen. Der Sohn schreibt unter anderem über sein ambivalentes Verhältnis zu seiner Mutter, also auf der einen Seite die tiefe Liebe, die er für sie empfindet und auf der anderen Seite die Tatsache, dass sie ihn auch geschlagen hat. Er schreibt über seine kranke Großmutter, über Rassismus, über sein Leben als Außenseiter und seine erste große Liebe, einen amerikanischen Jungen. Das Buch ist ziemlich kurz, aber es schneidet so, so viele wichtige Dinge an. Unter anderem Identität, die Macht und Bedeutung von Sprache, die Spätfolgen des Vietnamkrieges und Traumata, die alle Nicht-Betroffenen heutzutage gar nicht mehr sehen, aber die trotzdem da sind und unter denen Betroffene immer noch leiden. Wie gesagt, ist der Stil einfach nur göttlich. Ich liebe jeden einzelnen Satz. Es hat schon etwas Lyrisches, also es ist teilweise ziemlich fragmentiert, aber trotzdem kann man gut folgen und alle offenen Stellen fügen sich dann an späterer Stelle wieder zusammen. Und ganz besonders die Sprachbilder und Metaphern in diesem Buch sind unfassbar krass. Ich habe mir immer wieder gedacht, oh mein Gott, wie kann man die Welt so sehen? Wie kann man auf solche unfassbar krassen Verknüpfungen und Ideen kommen? Das ist wirklich sehr, sehr einzigartig in diesem Buch und alle Leute, die sich für schöne Sprache interessieren, werden dieses Buch allein aus diesem Grund total lieben. Was ich auch sehr beeindruckend fand, ist, dass das Buch auf der einen Seite so zart geschrieben ist, aber auf der anderen Seite irgendwie auch total roh und entlarvend und in dem Sinne auch ein bisschen brutal, weil es dahingehend wirklich auch kein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, das Buch hat mich auf jeden Fall extrem zum Nachdenken angeregt, total inspiriert und ich werde es noch viele, viele Male lesen. Ja, ich bin hin und weg, hat man vielleicht gemerkt und ich freue mich auf jeden Fall auf alles Weitere, was von dem Autor noch kommen wird. Wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich Anfang August eine kleine Reading Challenge gemacht habe und zwar habe ich eine Woche lang nur Bücher von Influencerinnen gelesen. Ich will auf die Inhalte der einzelnen Bücher in diesem Video jetzt gar nicht mehr so genau eingehen, weil ich mich sonst nur wiederhole, aber ich verlinke euch einfach das andere Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt und zeige euch kurz, welche Bücher das waren. Das war einmal Wellenlesen von Luise Morgenmeier, Tinder Stories, ein Jahr voller Dates von Marie-Louise Ritter, Es ist okay von Angela Doe und ein Buch fehlt in meinem Stapel. So, hier ist es, Starkes weiches Herz von Madeleine Alizadeh. Und von Lina Malon, Schnellliebig. Das habe ich als Hörbuch gehört und habe deswegen auch keine Ausgabe hier. Ja, bevor ich mich hier lang und breit wiederhole, schaut euch einfach das andere Video an. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox. Und ja, es waren auf jeden Fall ein paar coole Überraschungen dabei. Das nächste Buch, das ich im August beendet habe, war The Hating Game von Sally Thorne. Ich habe es auf Englisch gelesen und es war auch echt entspannt für alle, die gerne auf Englisch lesen. Ich habe auch gesehen, dass es das Buch auf Deutsch gibt mit dem furchtbar schrecklichen Namen Küss mich, Mistkerl. Ich glaube, hätte ich das Buch zuerst im Deutschen gesehen, hätte mich der Titel schon total abgeschreckt. Aber The Hating Game klang eigentlich ganz cool. Es ist eine Romance-Story mit dem klassischen Enemies-to-Lovers-Trope. Ich habe noch nicht viel mit diesem Trope gelesen, aber stelle mir das eigentlich immer ganz cool vor, wenn man es gut macht. Deswegen hat es mich auf jeden Fall interessiert. Und in diesem Buch geht es um Lucy und Joshua, die für das gleiche Verlagshaus arbeiten. Und zwar arbeiten sie auch direkt zusammen. Sie sind nämlich die AssistentInnen der Co-CEOs. Die beiden sitzen sich also den ganzen Tag gegenüber und haben deswegen genug Zeit, sich gegenseitig aus tiefstem Herzen zu hassen und ihre Spielchen miteinander zu spielen. Und schließlich kommt es natürlich zum größten Spiel zwischen den beiden. Es wird eine Beförderung ausgeschrieben, auf die sich beide unbedingt bewerben möchten. Und das wäre natürlich der endgültige Triumph über die andere Person. Das ganze Buch ist aus Lucys Perspektive geschrieben und am Anfang hat es mir extrem viel Spaß gemacht. Ich mochte den Schlagabtausch zwischen den beiden
total. Also ich habe echt viel geschmunzelt und fand, das Buch ist sehr humorvoll geschrieben. Aber irgendwann kam der Punkt, wo mir das einfach nicht mehr gereicht hat, denn es hat mir so ein bisschen an den Charakteren gefehlt. Ich fand nämlich, dass beide ProtagonistInnen sehr oberflächlich geblieben sind und es ging auch die ganze Zeit irgendwie nur um deren Aussehen. Also es wurde so unfassbar oft wiederholt, wie klein Lucy ist, wie rot ihre Lippen sind und wie toll durchtrainiert Joshua ist und wie krass er aussieht und was für einen tiefen, düsteren Blick er hat, dass mich das echt total gelangweilt hat. Lucy hat Joshua wirklich auf eine Weise objektifiziert, die wir andersherum gesehen, also aus der Perspektive eines Mannes auf eine Frau, niemals im Leben akzeptieren würden. Und das hat mich irgendwie total gestört, dass das andersrum irgendwie so unreflektiert einfach gemacht wurde. Und was mich auch extrem gestört hat, war, dass das ganze Buch über sogenannte Nice Guys total gebasht wurden. Ich meine, können wir nicht endlich mal damit aufhören, irgendwelche Vollidioten und Bad Boys zu romantisieren und uns irgendwelche toxischen Beziehungen zu wünschen und schön zu malen, während wir wirklich intakte, funktionierende Beziehungen abwerten. Ich verstehe das nicht. In der Realität funktioniert das einfach nicht so. Und wirklich, ich würde mir so sehr wünschen, dass in diesen ganzen Büchern und Filmen, die das immer so romantisieren, einfach mal ein paar mehr nette Typen wären. Ich verstehe es nicht. Ich finde das überhaupt nicht schön. Ich will das nicht mehr lesen. Mann. Ja, so viel dazu. Das war auf jeden Fall leider ein großer Minuspunkt für mich. Ansonsten ist das Buch, wie gesagt, sehr lustig geschrieben. Es ist sehr, sehr steamy. Also wer gerne Erotik liest, kommt hier auch auf jeden Fall auf seine bzw. ihre Kosten. Und was mich auch so ein bisschen genervt hat, war, dass das Ende, die Auflösung des ganzen Buches sehr unglaubwürdig war. Ich mochte die Art und Weise, wie der Hauptkonflikt gelöst wurde, einfach gar nicht. Okay, das klang jetzt super, super negativ. In gewissen Punkten hat mich das Buch auch wirklich enttäuscht, aber trotzdem war es ganz nett zu lesen und ich glaube, ich habe 3 Sterne vergeben. Das letzte Buch, das ich beendet habe, ist Von hier bis zum Anfang von Chris Whittaker. Das ist vor allem ein Krimi, hat aber auch so ein paar Western-Elemente. Und warum mich das Buch super krass interessiert hat, war, weil es immer wieder mit Der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens verglichen wurde. Und das war auch ein Buch, das ich total gefeiert und geliebt habe. Das Buch spielt in einer amerikanischen Kleinstadt an der Küste Kaliforniens. Und im Fokus der Handlung steht die 13-jährige Duchess. Diese musste früh erwachsen werden, denn sie muss sich um ihren kleinen Bruder kümmern und auch um ihre depressive Mutter. Denn die Mutter Star kämpft immer noch damit, dass ihre Schwester vor vielen, vielen Jahren ermordet wurde. Ich muss sagen, dass ich die Geschichte eigentlich super interessant fand. Sie hatte super viel Potenzial. Aber, und ich merke, das muss ich irgendwie in diesem Video bei total vielen Büchern sagen, war auch das nicht so wirklich für mich, aus mehreren Gründen. Was mich am meisten gestört hat, waren eigentlich die Figuren. Ich konnte mit allen von ihnen nicht so wirklich connecten. Und deswegen waren sie mir auch alle ziemlich egal. Also es sind zwar die ganze Zeit echt krasse und schlimme Sachen passiert, aber ich habe mich einfach nicht so doll für die Figuren und deren Leben interessiert. Ich glaube, das lag auch daran, weil sie ziemlich eindimensional geblieben sind. Also teilweise kamen mir die Figuren wirklich vor wie Karikaturen, die total überzeichnet wurden und deswegen kamen sie mir auch einfach nicht echt und glaubwürdig vor. Am schlimmsten fand ich es wirklich leider bei der Protagonistin Duchess, denn sie ist ein 13-jähriges Mädchen, spricht aber immer wieder wie eine Erwachsene. Und ja, ich weiß, dass es wichtig für die Story ist, dass sie früh erwachsen werden musste, aber das wurde echt so weit getrieben, dass es einfach nicht mehr glaubwürdig war. Also sie ist ein 13-jähriges Mädchen, das so krasse Weisheiten raushaut die ganze Zeit, irgendwie so erwachsen formuliert. Ich habe es einfach nicht geglaubt. Und was mich irgendwie auch extrem genervt hat, war, dass sie auf der anderen Seite teilweise total kindisch wirkte. Also sie hat zum Beispiel immer und immer wieder betont, dass sie ein Outlaw sei. Das kam wirklich auf jeder Seite. Und irgendwann konnte ich wirklich nur noch mit den Augen rollen, weil ich mir so dachte, ja, wir wissen es jetzt. Ich fand einfach den ganzen Charakter nicht so sonderlich sympathisch und das habe ich ganz, ganz selten bei Kinderfiguren und ich glaube, das zeigt einfach nochmal, dass die Figur, ja, nicht so richtig gut auf ihr Alter geschrieben wurde. Ich kann mir vorstellen, dass es extrem schwierig ist, Kinder gut zu schreiben, weil sie häufig, glaube ich, entweder zu jung und naiv wirken oder zu erwachsen. Aus einer Erwachsenenperspektive kann man sich da einfach vielleicht manchmal nicht so gut reinfühlen, aber hier hat es für mich leider so gar nicht geklappt. Stilistisch dachte ich am Anfang, hey cool, mal so ein Krimi, der so ein bisschen poetischer geschrieben ist, was mir auch bei Der Gesang der Flusskrebse so gut gefallen hatte. Aber auch das hat hier nicht so
so richtig gut für mich funktioniert. Ich fand nämlich den Schreibstil sehr verwirrend. Also ich habe manche Passagen echt öfter gelesen und habe trotzdem nicht so ganz gecheckt, wer jetzt was gesagt hat oder hatte oft das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst hätte. Also es war irgendwie in einer gewissen Weise fragmentarisch. Ja, aber das hat nicht so viel für mich gemacht. Also ich finde, der Versuch, diesen Roman ein bisschen poetischer, ein bisschen anders zu schreiben, ist nicht so gut geglückt. Das Buch hatte auf jeden Fall auch ein paar ganz gute Aspekte, die ich leider nicht so sehr wertschätzen konnte, weil mich andere Sachen einfach so doll genervt haben. Aber ich will sie trotzdem hervorheben. Wie gesagt, der Plot an sich ist ganz interessant. Ich finde, die Tristesse und Beklemmung der amerikanischen Kleinstadt kam gut rüber. Und ich fand es auch ganz interessant, wie es nicht nur um den Mord an sich ging, sondern eben auch um das ganze Konzept Vergeltung und was man alles für Menschen tun würde, die einem sehr, sehr wichtig sind. Also auch bei diesem Buch glaube ich irgendwie, man hätte noch mehr da rausholen können, wenn es vielleicht jemand anderes geschrieben hätte. Ich bin einfach kein großer Fan von dem Autor geworden durch das Buch, was ja auch okay ist. Alles, was ich hier sage, ist total subjektiv und vielleicht gibt es die ein oder andere Person unter euch, die dieses oder eines der anderen Bücher, die mir nicht so gut gefallen haben, total geliebt hat. So viel auf jeden Fall zu diesem letzten Buch, zu allen Büchern, die ich im Juli und im August gelesen habe. Ich habe mir auf jeden Fall angewöhnt, Bücher, die ich wirklich gar nicht mag, einfach abzubrechen. Aber ich finde es eigentlich auch ganz gut, besonders weil ich auch schreibe, nicht immer nur Bücher zu lesen, die ich super, super toll fand, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, herauszufinden, was man eben nicht gut findet an Büchern, um einerseits Bücher zu finden, die einem dann wirklich gut gefallen, um herauszufinden, was man wirklich sehr gerne mag und andererseits für mein eigenes Schreiben auch zu erkennen, okay, was möchte ich anders machen, damit diese Wirkung bei mir eben nicht eintritt. Deswegen glaube ich einfach, man kann sowohl von guten als auch von weniger guten Büchern extrem viel lernen. Und auf Erden sind wir kurz grandios, hat letzten Monat alles wieder gut für mich gemacht. Ich freue mich auf jeden Fall schon total auf alle Bücher, die im September so auf mich warten. Wenn euch diese Art Videos gefällt, dann sagt mir gerne Bescheid, dann gibt es im September auf jeden Fall auch wieder ein Wrap-Up-Video. Verratet mir auf jeden Fall auch gerne, was euer Lieblingsbuch in den letzten ein, zwei Monaten war. Ich freue mich von euch zu lesen. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer und bis zum nächsten Mal. Ja.